Spirituelles Bewusstsein ist unsere Natur. Das ist nichts Fremdes. Ne? Deswegen fühlt man sich da auch so wohl. Wenn man mal an Krishna zu denken, das ist es eigentlich schon. Ne? Aber das ist so schwierig, weil wir haben ihn auch nicht getroffen. Ne? Wir kennen die Bilder, aber durch den Klang ist es noch leichter, da nahe zu kommen. Deswegen haben unsere Acharyas diese wunderschönen Lieder geschrieben, um irgendwie dazu Krishna zu kommen, ne? Um uns zu verbinden mit Krishna. Und dann merkt man es auch. Ich habe heute ein Video gesehen von Shashira Goswami Maharaj, also zumindest nur ein paar Minuten, ne? Und er hat genau dasselbe gesagt. Avismriti Krishna Padaravinda, ja. Kshinota Badrani Chatam Shanoti Satvasya Shuddhim Paramatma Bhaktim Jnanam Chavijnana Viragya Yuktam. Einfach Krishna nicht vergessen, das reicht schon. Avismriti Krishna Padaravinda, ja. Krishnas Lotusfüße. Einfach nicht vergessen. Dann alles, was Abhadrani, Abhadra, was nicht gut ist im Herzen, was schmutzig ist, was Probleme macht, verschwindet. Einfach durch das. Kshinotta Badrani, Chattam Shanoti, Chasham Danoti. Und alles, was gut ist, kommt ins Herz. Alles, was Glück verheißend ist. Frieden ist die Grundlage auch von Glück. Ohne Frieden kann niemand glücklich sein. Das kommt ins Herzen. Und alle guten Eigenschaften kommen automatisch. Und Satvasya Shuddhim, das Herz wird gereinigt. Das reinigt das Herz. Einfach an Krishna zu denken. Selbst wenn man keine Ahnung hat, wer Krishna ist, trotzdem funktioniert das. Weil Krishna weiß es. Er ist kein Dummkopf. Und wenn wir Dummköpfe sind und nicht wissen, wer ist Krishna, aber nur den Namen hört und ein bisschen was über Krishna hört und denkt, oh, ist nice. Ne? Ich meine, wer möchte nicht die schönste Person treffen, die so schön Flöte spielt, dass ganz Vrindavan tanzt. Ne? Wer möchte das nicht und happy sein? So, wenn man auch nicht weiß, warum, was das alles ist, trotzdem es funktioniert. Satvasya Shuddhim Paramatma Bhakti, man kriegt Liebe, Hingabe, man wünscht sich, dem Paramatma, dem höchsten Herrn zu dienen. Und dann kommt Jnana Vijnana, dann kommt Wissen, Verwirklichung und man löst sich von dieser, von den Anhaftungen von dieser Welt. Ne? Sonst sind wir hier ständig getrieben von dem, was uns diese Welt bietet. Entweder wollen wir etwas oder wollen wir es nicht haben, aber immer getrieben. Oh, wir wollen das nicht, wir bemühen uns etwas zu vermeiden oder wir bemühen uns etwas nachzulaufen oder etwas zu entwickeln. Aber dann, wenn man über Krishna hört, denkt man, es passt. Passt eigentlich. So wie es ist, ist es okay. Es ist Krishnas Wunsch. Krishna ist einverstanden, so wie es läuft. Okay, dann bin ich auch einverstanden. Dann passt es so. Und darum geht es heute hier in der Bhagavad Gita. Nämlich Arjuna fragt, wie ist so jemand, der nicht beeinflusst ist von dieser Welt? Ne? Wie erkennt man so jemanden? Wir haben das letzte Mal, Jai Gurudev hat darüber gesprochen. Ich wollte es aber auch gern wiederholen, weil es ist sehr, sehr wichtig auch. Ne? Arjuna fragt, Stita pragyasya kabhasha samadhistasya keshava Stita dhi kim prabhasita kim asita brajeta kim. O Keshava, O Krishna, was gibt es zu sagen über jemanden, der Stitta Pragya ist? Stitta Pragya bedeutet dessen Intelligenz, dessen Bewusstsein nicht von dieser Welt abgelenkt wird. Was kann man über diese Person sagen? Ne? Und Samadhi ist das ja dessen Samadhi, der fixt in Samadhi ist. Samadhi. Sama bedeutet gleich. In Englischen same. Sama und Dhi bedeutet Intelligenz. So Samadhi, dessen Intelligenz immer gleich ist. Das nennt man Samadhi. Und Srila Bhishwana Chakravarti Thakur sagt, Samadhi bedeutet Samadhavadhi. Immer mit Madhava. Du siehst überall Krishna, das ist wirklich ein Samadhi. Ne? Sama. Aber wie ist diese Person? Stittadhi kim prabhasheta. Jemand, der Stittadhi ist, dessen Intelligenz fix ist. Was sagt er? Wie spricht er? Wie erkennt man den an der Sprache? Und Kim Asita, wörtlich bedeutet es, wie sitzt er?
Die Bedeutung ist, wie bleibt er einfach sitzen und lässt die Welt an sich vorbeiziehen? Wie ist es ihm einfach egal, was da draußen passiert oder nicht passiert? Kim Asita. Und Prajeta Kim, das bedeutet wörtlich, wie geht er? Das heißt, wie reagiert er auf diese Welt? Diese Welt ist ja, er lebt ja auch in dieser Welt. Und er kriegt sie auch mit, er ist sehr intelligent, er ist sehr intelligent, aber wie reagiert er? Das ist halt Jonas Frage, er wollte einfach wissen, wie erkennt man so jemanden? Wie geht er mit der Welt um? Wie vernachlässigt er die Welt? Und wie reagiert er mit der Welt? Ne? Und was spricht er? Das wollte Arjuna hier wissen und der höchste Herr antwortet. Ne? Nämlich Krishna hat ihm erklärt, wie man eben rauskommt aus diesem Samsara, wie man sich schon langsam... Und dann Arjuna wollte jetzt wissen, wie ist jemand, der draußen ist aus diesem ganzen Theater? Wie ist diese Person? Wie kann ich den erkennen? Ne? Und Krishna antwortet hier, Shri Bhagavan Uvacha, Prajati Yadakaman Sarvan Partha Manogatam Atman Yevatmanatushta Stitta Pragyas Tadochati. Er wird Stitta Pragya genannt, der sämtliche Kaman Sarvan Manogatam, sämtliche Wünsche, die dem Geist entspringen, einfach aufgegeben hat. Wer weiß. Das kommt vom Geist, das bringt nichts Gutes. Der Geist kommt als Freund, in der Verkleidung als Freund zu uns, aber er ist nicht unser Freund. Eigentlich schickt er uns einfach von einer Hölle in die andere. Ne? Er kommt aber mit freundlich, mit Lächeln und als, komm, ich helfe dir, ich mache dir ein schönes Leben, komm, mach nur, was ich möchte, erfüll mir die Wünsche und so weiter, aber es hört nie auf. So, hier, Prajati Adakaman Sarvan Partamadogatan, jemand, der alle Wünsche, die dem Geist entspringen, einfach aufgegeben. Prajahati. Nicht nur aufgegeben hat, vollkommen aufgegeben hat. Ne? Okay. Srila Gogovinda Maharaj hat gesagt, I never listen to my rascal mind. Ich höre niemals auf diesen Schurken, meinen Geist. Ne? Höre ich einfach nicht. Der Geist spuckt so viele Dinge aus, aber es ist ihm egal. Ein reiner Vaishnava ist auf dieser Stufe. Was denn vom Geist kommt, er nimmt es nicht ernst, weil er weiß, das ist nicht von mir. Wir sind ja nicht der Geist. Und wenn man Sadhana, spirituelle Sadhana macht, trennt man sich vom Geist. Wenn man Hare Krishna chantet, sehr intensiv, tief, dann merkt man, dass der Geist auf einer anderen Ebene ist. Und dieses Mahamantra nimmt uns tiefer zu uns selbst. Ne? So, und jemand, das ist ein Symptom, er hat alle Wünsche aufgegeben, die dem Geist entspringen. Und Atmani eva Atmana Tushtaha, er ist zufrieden, Tushtaha. Aber wie? In seinem eigenen Selbst, mit seinem eigenen Selbst ist er zufrieden. Er braucht nichts. Was ist, ist. Er ist happy mit dem hier. Der ist einfach mit seinem Selbst, dieser Atmani kann hier bedeuten, im Geist, in seinem Geist. Bei dem Geist, da gibt es jetzt keine, die sind alle draußen, diese ganzen wahnsinnigen Ideen. Ne? Dann ist der Geist eigentlich ganz nice. Die mentale Welt ist eigentlich ganz schön, wenn man nicht so viele verrückte Ideen hat. Dann ist es angenehm, dort zu leben. Und unsere Acharyas haben gesagt, mach deinen Geist, dein Herz so, dass der Gurudev dort gern spazieren geht. Dass Krishna sich dort wohlfühlt. Ne? So Atmani evatmana tushta stitta pragyasta dochati. Jemand, der in seinem Selbst zufrieden ist, der wird stitta pragya genannt. Der ist wirklich fix. Und hier Srila Vishwana Chakrataka gibt einen schönen Erläuterung hier. Und er sagt eben, Schritt für Schritt, Krishna antwortet die vier Fragen. Nämlich vier Fragen waren, was gibt es zu berichten über jemanden, der Stitta Pragya ist, der fix ist mit seiner Intelligenz. Was spricht er? Wie sitzt er? Und wie geht er? Ne? Diese vier Fragen. So Krishna gibt einfach eine nach der anderen die Antworten. So, hey, was gibt es zu berichten über so jemanden? Er hat keine Wünsche mehr, denen er nachgeht. Die Wünsche sind da, aber der hat sie aufgegeben. Der kümmert sich nicht darum. Hat verstanden, das ist getrennt von mir. Kannst du dir mal vorstellen, wie angenehm das ist, diese ganzen verrückten Dinge nicht zu haben. Ich verstehe, das hat nichts mit mir zu tun. Das sind wie die Gedanken von jemand anderem. Berührt dich auch nicht. Aber das sind die Gedanken von jemand anderem, nämlich vom Geist. Nicht von uns selber. Ne? Die Seele hat auch Wünsche.
Aber wir sind immer, wir rennen immer den Wünschen des Geistes nach und denken, das ist für mich selber gut und das bin ich und das sind meine Wünsche und ich brauche das. Aber es ist nicht so. So, das ist eine hohe Stufe. So, hier Krishna antwortet. Zuerst einmal, er ist fähig. Schritt für Schritt Krishna antwortet und hier sagt er gibt alle Wünsche auf, sodass nicht mal ein Wunsch noch über ist. Für irgendetwas in dieser Welt. Und er kann diese Wünsche aufgeben, weil er versteht, diese Wünsche gehören eigentlich zum Geist und nicht zu mir. Das ist nicht die intrinsic quality of the soul. Das ist nicht die innewohnende, die ursprüngliche Natur der Seele. Srila Shiromans vergleicht das sehr nice. Er sagt, diese Wünsche, diese Welt zu genießen, das sind wie Schwammerl, die auf der Oberfläche des Geistes sind. Wie Pilze, Schwammerl, die haben keine Wurzeln, die kannst du ausreißen. So diese Wünsche, die so ausschauen, als ob es wir selber sind, als ob das ich persönlich bin, ob das meine innerste Natur wäre, das ist alles nur äußerlich, auf der Oberfläche vom Geist. Das ist nicht von unserem Selbst. Und das kann diese Siddha-Pragyan kann erkennen, hey, der Geist möchte es, ich möchte es ja gar nicht. Ich brauche das auch gar nicht. Und er versteht es, wenn sie wirklich die innewohnende Natur der Seele wären, dann könnte man sie nicht aufgeben. Aber die kannst ausreißen wie Schwammerl und wegwerfen. Was wirklich von mir selber ist, kann ich nicht trennen. Ne? So wie man die Hitze vom Feuer nicht trennen kann. Aber das kann man von mir wegnehmen, diese Wünsche des Geistes. Hier sagt er eben auch, just, so wie das Feuer niemals die Hitze aufgibt. Die Ursache dafür wird auch gesagt, warum man das aufgeben kann, weil er ist zufrieden mit der Seele, dessen Natur, dessen eigentliche Natur Freude ist. Wir suchen Freude durch materielle Objekte und sind das eigentlich, was wir suchen. So, er hat aufgehört zu suchen und ist Atmani Atmanatushta. Ist in dem Selbst zufrieden, weil das Selbst ist eh schon voller Freude. Na, wozu irgendwo anders hingehen? Mittag Goranga Haribol, es ist 18.48 Uhr. Es lebe Kali Yuga. Kali Yuga ist das Zeitalter von Pieps. Ne? Da piepst ständig irgendwas. Gab es ja früher nicht. Da haben die Vögel gepiepst. Aber jetzt piepsen nur die Maschinen. Jetzt ne? Mit Hände gebunden. Früher waren. Also jetzt sind wir mit dem verbunden. Ja. Früher waren die Telefone mit Schnur verbunden. Jetzt sind wir. Aber macht nichts, es ist. Man kann. Hare Krishna. So, weil er mit sich selbst zufrieden ist, weil wir voller Freude sind, kann er einfach die Wünsche aufgeben auch. Ne? Und hier in der Shruti, Vishwamitra Chakrataku zitiert einen sehr schönen Vers aus den Shrutis, aus den Vedas. Katha Upanishad. Yada sarve pramuchyante kama yesya hridi shrittaha atamartyo amrito bhavati atra brahma samashnute. Wenn all die Wünsche, die im Herzen situiert sind, weg sind, wenn man die bereinigen kann, wenn man seine Wünsche aufgeben kann, die im Herzen sind, was passiert? Atamartyo amrito bhavati. Der Sterbliche wird unsterblich. So, und genießt Brahman. Atra Brahma Samashnute. Wenn man seine Wünsche ausgibt, ich meine, das ist keine kleine Sache. Ja? Sowohl die Wünsche aufzugeben, ist keine kleine Sache, aber was kriegt man dafür? Martyo, wir sind alle Martyr, das nennen wir Martya Loka. Das ist der Planet von Martyr, von den Sterblichen. Martyo Amrita Bhavati. Der Martyr wird Amrita. Der Sterbliche wird unsterblich, wenn man seine Wünsche aufgibt. Die Wünsche, die wir denken, dass sie uns Freude geben, die uns in Wirklichkeit aber nur Watschen geben, links, rechts. Und nicht eine oder zwei, sondern ständig. Wir wollen einen Wunsch, wie viel muss man leiden dafür? Okay, Bhagavad Gita sagte, Hisang Sparsha Jabhoga Dukkha Jonaya Evate. Dieser Sinnengenuss, der Kontakt der Sinne mit den Sinnesobjekten,
diese Art von Genuss ist die Quelle von allem Leid. So, wer das aufgeben kann, weil er versteht, ich bin eh happy, mir geht's eh gut in mir selber. Ich nehme einfach von dieser Welt, was der Körper braucht, aber ich suche nicht mein Glück darin, ne? Das ist der Unterschied. Die essen auch, die schlafen auch, die trinken auch, die genießen auch, die mögen auch Familie haben, aber sie suchen nicht die Freude darin und das ist der Unterschied. Die haben die Freude eh schon, warum sollen sie es suchen, nicht? Und dann wird man unsterblich. Sollte man sich mal heute vom Einschlafen nochmal drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Hey, und morgen, wenn es aufwacht in der Früh, denke mal nach. Hey, was ist die Kraft einfach, Wünsche aufzugeben? Was hat das für eine gewaltige Kraft? Ne? Nicht auszuleben. Auszuleben hat die Kraft, dass es dich mehr und mehr fesselt. Ne? Aber aufgeben. Wow. Also, das sind die Vedas. Vedas heißt Mata. Das ist unsere Mutter, die sagt uns das. Hey, sei nicht so dumm. Sei nicht so dumm. Denk doch mal nach. Du hast ja so eine Chance im Leben. Nimm die Chance. Und das haben nur die Menschen. Den Hund kannst du nicht beibringen. Halbgötter wollen ihre Wünsche nicht aufgeben, weil es gerade alle erfüllt werden. Das hat auch ein Ende, ne? Kshinya Punya Marta Lokam Vishanti, in der Gita, Krishna sagt später. Kshinya Punya, wenn Punya finished ist, wenn Punya beendet ist, Marta Lokam Vishanti, dann kommt man wieder in diese Marta Loka. Dann ist man wieder hier. So, das ist das erste Symptom von jemandem, der Siddha Pragya ist, der Intelligenz fix ist. Nächster Vers ist auch sehr bekannt und wird sehr oft zitiert. Dukesh vanudvigna manaha sukeshu vigatas priha vita raga bhaya krodas titta dhir muniruchyate. Jemand, der in Leid nicht leidet. Dukeshu anudvigna manaha, der in Leid keinen Stress hat damit. Anudvigna manaha, der anudvigna sorglos, ne? Der keine Sorgen hat, der keine Probleme hat, der kein. Okay, er leidet. Er ist ein Dukkha, aber es ist okay. Und Sukeshu Vigatas Priha, der seine Wünsche aufgegeben hat, glücklich zu sein, braucht es jetzt nicht, der nicht nach Sukha, nach Glück strebt, sondern weil er eh bei sich selber ist. Also einen Vers davor, Krishna sagt, Atmani Eva Atmanatushta. Eva heißt nur, der nur in sich selber Freude findet. Da draußen, der findet gar keine Freude mehr. Also Muni Maharaj hat mal mit jemandem gesprochen und hat ihm gesagt, er soll sagen, was er so denkt. Er hat gesagt, also wenn er da rausschaut, dann. Und der hat dann geglaubt, Muni Maharaj ist selbstmordgefährdet, der andere. Ne? Weil er gesagt, wenn er da rausschaut, vergeht es ihm einfach. Nicht? Wenn er sich nur die Menschen anschaut, er findet da keine Freude. Nicht? So, die andere Person war ein bisschen gedacht, oh, Muni Maharaj, er möchte sich umbringen. Ne? No, er findet die Freude im Inneren, er möchte nicht rausschauen. Ne? Da ist nichts, was du mehr findest, was du brauchen würdest. Ganz im Gegenteil, das brauchst du alles nicht. Das ist eine Last. Dieser Körper ist eine Last für die Seele. Die Seele ist so happy ohne diesen Körper. So, diejenigen, die NATO oder Erfahrungen haben, die in irgendeiner Operation oder Bewusstlosigkeit rauskommen im Körper, die fühlen sich so frei plötzlich. Und dann werden sie wieder reingesogen und reingezwängt in diesen Körper. Ne? Das ist eine Last. So, die haben das verstanden, in diesem Körper. Okay, das ist eigentlich nicht natürlich, ist nicht mein Zustand. Ich selber bin eh Krishnas Schöpfung, bin ein Teilchen von Krishna, Satchidananda. Brauche nirgendwo anders hingehen. So, Dukeshu anudvigna manaha. Deswegen, wenn Leid kommt, ist es auch okay. Weil die Seele ist trotzdem Satchidananda, auch wenn rundherum nur Leid ist. Und warum soll man nach Glück suchen, wenn das Glück eh da ist? So, Sukeshu vigatas priha vita raga bhaya krodha. Raga, bhaya und krodha, Anhaftung, Angst und Zorn, sind alle verschwunden. Vita sind schon gegangen. So jemanden nennt man Stittadhi. Der ist fix. Fix in seiner Intelligenz. Ist doch anziehend, oder?
absolut anziehend, so zu werden. Ne? Das lehrt leider niemand, ne? Dass es so ein schönes Ideal gibt. Und wo man zufrieden ist. Jeder möchte zufrieden sein. Und man versucht es halt, indem man sich ein Haus baut. Oder ein Haus kauft, oder ein Auto kauft, oder dieses macht, oder jenes macht. Aber es funktioniert nicht so. Es funktioniert nicht so. Es funktioniert, indem man zu sich selber kommt. So hier, in diesem Vers, Krishna beantwortet die zweite Frage, nämlich Kim Prabhasheta. Was spricht er, und in Klammer, zu sich selber, wenn er niemanden hat, über den er spricht? Was sagt er zu sich selber? Wenn es Leid kommt, kein Problem. Sagt er einfach, ist kein Problem. Und wenn ihn jemand fragt, sagt er auch, ist kein Problem. Weil er spürt, es ist einfach kein Problem. Und wenn es irgendwas zum Genießen gibt, dann ist es auch kein Problem. Dann bemüht er sich auch nicht drum. Ne? Weil kriegt das, ist so gut. Wenn kriegt das nicht, ist es auch gut. So, das ist hier, so spricht er hier eigentlich. Ne? Oder denkt er laut im Geist. Je nachdem, wie man es halt. Sein Geist ist nicht gestört von Adhyatmika. Adhyatmika heißt das, was der Körper produziert. Also Krankheit, Hunger, Durst, Schlaf, Müdigkeit, all diese Dinge. Ne? Kopfweh. Aber auch nicht von Adibautika. Adibautika sind andere Menschen, Moskitos, Schlangen, was auch immer. Der Nachbar, die Ex-Frau, so auf all diese Dinge. Ne? Es ist nicht gestört dadurch. Adibautika. Oder auch von Adidaivika. Adidaivika heißt Hitze, Kälte, Trockenheit, Hunger, also so Hungersnot und so diese Dinge. All von dem, er sieht es einfach, das ist sein eigenes Karma. Das ist die Sichtweise von einem Spiritualisten. Wenn es jetzt zu kalt ist, dann versteht er, das ist mein Karma, dass es jetzt so kalt ist und dass ich jetzt da bin an dem Ort und die Kälte ertragen muss, das bin ich selber schuld. Und wenn es jetzt zu heiß wird, dann sagt er nicht, das ist der Klimawandel, sondern er versteht, das ist mein Karma, ich muss das jetzt einfach tolerieren. Das ist jetzt einfach so arrangiert und alle anderen, sind, die da jetzt drinnen sind, die sind genauso drin. Das ist deren Karma, das gehört jetzt einfach so. Und da kannst du dir am Kopf stellen, da kannst du jammern, da kannst globale Bewegungen gründen, das wird nichts ändern. Was jetzt Karma ist, das ist einfach da. Und das Prarabdha Karma, was man unausweichlich aushalten muss einfach. Ne? Und wenn man es eh nicht ändern kann, okay, warum soll ich mich dann ärgern? Wenn man es eh nicht ändern kann. Wenn man es ändern kann, dann kann ich es eh ändern, dann wo ist das Problem? Und wenn ich es nicht ändern kann, dann kann ich es eh nicht ändern, dann wo ist das Problem? So, wo ist das Problem? Ja, wo ist das Problem? Es ist kein Problem da. Wir machen uns die Probleme. Das ist das Problem. Suchen die andere Wege, das so alles. Der da oben, der denkt, der hat so viele Probleme. Aber der Stitta Pragya hat den schon aufgegeben. Was da immer rausspuckt, der Geist, er hört nicht drauf. Der kann noch so schreien und zappeln. Es ist ihm egal, er hört einfach nicht drauf. Ne? Der Geist gibt dann eh eine Ruhe. Der hat dann auch mal Urlaub und ist auch happy. Deswegen, wenn jemand wirklich Hare Krishna chantet, wenn jemand diese Mantras chantet, diese Lieder chantet, wirklich mit Aufmerksamkeit, der Geist ist wirklich happy, der hat mal Urlaub. Der muss jetzt nicht nachdenken, was richtig und falsch ist und was gut und was schlecht ist. Der hat wirklich einmal Ruhe. Er nimmt einfach Radha Krishna Lila, Vrindavan, heiligen Namen, Gurudev, das nimmt einfach und passt schon. Da brauche ich nichts beurteilen, da ist nichts richtig oder falsch, das ist einfach, wie es ist. Ne? Der Geist ist auch happy damit. So, er ist nicht agitiert von dem Leid. Und er denkt halt innerlich so, wenn er jemanden hat, mit dem er spricht, spricht er halt so mit, und wenn er denkt, er innerlich so. Und diese Eigenschaften werden noch klarer gemacht. Also genauso mit dem Glück. Wenn er jetzt die Möglichkeit hätte, was zu genießen, bemüht sich nicht drum. Wenn es kommt, ist es kommt, und wenn es nicht kommt, es geht ihm eh schon gut. Ne? Du kannst nicht, wenn es zufrieden bist, was willst? Was willst du noch? Nicht? Eh schon zufrieden. Dann passt schon alles. Soll man das ändern oder was? Deswegen, die Menschen, die können nicht zufrieden sein. Warum? Weil wenn ich zufrieden bin, dann kann ich nicht genießen.
Deswegen muss man sich künstlich wieder unzufrieden machen, deswegen werden hier die Bedürfnisse so hochgeschraubt. Ne? Die Werbung sagt dir Dinge, die du nicht brauchst. Aber weißt, die Werbung dir sagt, kaufst das halt und dafür arbeitest mehr. Ja, Werbung wird für Dinge gemacht, die keiner braucht. Ich habe mal in der Werbung gearbeitet, ich weiß es so. Niemand macht Werbung für Salz. Das kauft man sich sowieso. Ne? Und, ja. Oder Semmeln oder was, das kauft sich eh jeder. Da macht keiner Werbung, aber du machst Werbung für Dinge, die keiner braucht. Und so wird es halt künstlich, so wird man künstlich immer wieder unzufrieden gemacht, wo man eigentlich eh zufrieden wäre, wenn man alles hat. Aber die Person hat es durchschaut, den brauche ich nicht. Sieht es und den brauche ich nicht. Bin eh mit mir zufrieden. Nicht? So, diese Eigenschaften werden noch klarer gemacht. Er ist frei von Anhaftung an Genuss, nämlich Vita heißt es, hat sich vertschüsst, dieser Raga, diese Anhaftung, ist gegangen, ist weg. Und er ist frei von Angst vor solchen Dingen wie einem Tiger, der ihn auffressen möchte, sagt er. Oder einem Coronavirus oder was auch immer. Oder einer Inflation, die jetzt allen droht, oder einem Gasstopp oder was es auch immer gerade ist. Er hat keine Angst vor diesen Dingen. Ne? Und er hat auch keinen Zorn gegenüber irgendjemandem. Weil Zorn kommt von dem Wunsch zu genießen. Aber das möchte er nicht. So seine Wünsche können nicht vereitelt werden. Dann wird er auch nicht zornig. Zornig wird man nur, wenn ich mir was vornehme und dann geht's nicht. Weil der oder die oder das oder was auch immer genau jetzt da ist und das stört. Und dann wird man zornig auf den oder die oder das. Aber wenn du keine Pläne hast, auch nicht zornig werden. Wenn du einverstanden bist mit Krishnas Plan, dann kannst du auch nicht zornig werden. Hier das Beispiel, wir haben ja letztes Mal auch gehabt, Jad Bharat. Jad Bharat war so jemand. Jad Bharat, den wollten sie opfern, als Menschenopfer. Er war einverstanden, wer hat verstanden, ich bin kein Mensch, ich bin eine spirituelle Seele, das ist nur der Körper, den könnt ihr haben. Den werde ich sowieso los. Und war einverstanden. Durga Devi konnte das aber nicht tolerieren, dass sie einen so ein Sadhu zu ihm opfern und hat alle umgebracht, die ihn opfern wollten. Und Jad Bharat war auch einverstanden mit dem und war jetzt nicht besonders glücklich, weil er es überlebt hat. Es war ihm egal. Ist einfach weitergegangen. Das ist natürlich eine sehr hohe Stufe. Ich meine, wir sind weit, 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 weit weg davon. Aber das ist, dort sollte man hinkommen. Dafür sind wir Menschen. Um dorthin zu kommen, auf diese sehr Schöne, das ist eigentlich ein wunderbares Bewusstsein. Du brauchst nichts von dieser Welt. Eigentlich nicht. Nein, wir brauchen alle nichts von dieser Welt. Wir glauben es nur. Wir glauben es nur und wir glauben es so fest, dass wir das nicht aufgeben können, diesen Wunsch. Ne? Dafür brauchen wir spirituellen Sadhana. Eigentlich brauchen wir brauchen keinen spirituellen Sadhana, um spirituell zu werden, weil wir es schon sind. Man muss nicht Hare Krishna chanten, um eine spirituelle Seele zu werden. Wir sind es schon. Ne? Nur wir glauben es halt nicht. Wir denken, wir sind dieser Körper aus den Elementen da. Ne? Um das zu verwirklichen, im Kali-Yoga ist es Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam. Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Um dorthin zu kommen, was wir gerade gehört haben, was Krishna hier sagt, ist es notwendig, den Namen zu chanten. Mit den Sadhus, mit den Segnungen der Sadhus, in der Gemeinschaft der Sadhus, dann kommt man raus. Die Sadhus segnen einen, weil die sind dort, die leben dort. Die leben zwar in dieser Welt, aber ihnen ist es egal, was hier passiert. Und wenn alles fürchterlich ist, in ihrem Inneren ist es genauso. Und wenn alles draußen super nice ist, ist es im Inneren genauso. Deswegen, die kümmern sich nicht darum. Und diese Gemeinschaft, das steckt an, das färbt ab. Da kriegt man dann schon die Segnungen. Und dann können wir auch sich schon langsam in diese Richtung zumindest bewegen. Es ist ja nicht leicht, die Vollkommenheit zu erlangen in einem Leben. Das ist nicht leicht. Es ist ja nicht so, dass man das jetzt liest, man, das ist toll, das möchte ich. Aber es geht nicht. So zum Beispiel, wenn du jetzt Olympiasieger werden möchtest. Geht nicht. Auch wenn du dich noch so bemühst, es geht einfach. Aber im nächsten Leben kriegst du das vielleicht, wenn du dich jetzt schon anfängst zu bemühen. Es geht einfach nicht. Ne? Das kann nicht jeder. Aber man kann sich so bemühen, als ob man es schaffen möchte unbedingt. Und Krishna belohnt einen schon dann schon. Ne? Und die Sadhus, die machen das Unmögliche möglich auch. Sollte man nie vergessen. Wir haben Krishna.
Wenn ich jetzt Olympiasieger werden möchte, okay, das hat mit Krishna jetzt nicht so viel zu tun. Aber wenn ich mich spirituell, wenn ich da auf diese Stufe kommen möchte und ein Diener Krishnas werden möchte, Krishna weiß es als erstes. Und wenn wir diese alle Gebete singen zu Krishnas Shaktis, zu Krishnas Energien, zu Krishnas Lila Asthana, zu dem Vrindavan, zum Gurudev, zu den Vaishnavas, die wissen das. Die wissen das. Und die hören diese Gebete und die werden uns auch segnen. 100%. 100%. So, das ist der Unterschied. Krishna ist auch da und er sagt später in der Gita, diejenigen, die ihr Leben mir gegeben haben, ich befreie die. Ich komme hin und befreie die. Die müssen sich nicht befreien. Und ganz schnell, ich komme schnell und nehme die raus aus dem Ozean von Geburt und Tod. Krishna macht das. Er kann es auch machen. Für ihn ist es ein Klacks, das zu machen. So, dann lesen wir noch einen Vers. Ne? Was haben wir für Uhrzeit? Okay, ich sehe schon. Einer geht noch. Bhagavad Gita ist Nektar. Ist wirklich Nektar. Das ist was Schönes. Das ist wirklich Nektar. Das ist Krishnas Segnung für dieses Kali Yuga. Weil die Menschen, inklusive mir, es ist nicht, dass wir auf die anderen zeigen müssen, weil wir keine Ahnung haben, wie man spirituelles Leben verstehen soll. Es ist so schwierig. Und wir nicht die Ruhe haben, dass wir unter dem Baum sitzen für 100 Jahre oder 1000 Jahre und über diese Dinge nachdenken und keine Rechnungen zum Zahlen haben und uns nichts wehtut und so. Aber die Rishis im vergangenen Zeitalter, die haben einfach der Passer gemacht, sind gesessen, da gab es kein Kreuzweh oder was. Das hat es halt nicht gegeben. Jetzt im Kali Yuga geht es nicht. So diese Ruhe, es geht schwierig. So Krishna wusste das und hat einfach Bhagavad Gita gesprochen. Am Ende vom Dwapara Yuga für dieses Kali Yuga. Vyasadeva hat dieses Mahabharata geschrieben für hier, für Kali Yuga, für weniger intelligente Menschen. Puranas sind für die Intelligenten, für die Brahmanas. Aber für die alle, die keine Brahmanas sind, ist Mahabharata. So, und im Mahabharata 700 Verse sind Bhagavad Gita. Und Bhagavad Gita, dieses Wissen von der Bhagavad Gita, ist genau dieses Wissen, was in den Vedas steht, in den Upanishaden. Genau dasselbe Wissen. Aber es ist ganz simpel und erklärt von demjenigen, der es wirklich verstanden hat, ne? Nämlich Krishna selber. Krishna weiß, wie es funktioniert. Er versteht es und er erklärt es. Und deswegen ist Bhagavad Gita so populär auch. Was ist gedacht für uns im Kali Yuga? Okay, ein Vers geht noch. Ja. Einen lesen wir noch. Vers 57. Ja, sarvatrana bisneha statat prapya shubha shubham nabhinandati nadveshti tasya pragya pratishtita. Jemand, der keine motivierte Zuneigung hat, nämlich da irgendjemanden in Wien, wenn man sagt, ansiesseln, nicht? Oh. Wenn man jemanden da bezirzt, ne? Und weil man was möchte. Nein, macht er nicht, weil das ist einfach nicht ehrlich. Ne? Und der sich auch nicht freut, wenn er was Gutes erlangt, weil er akzeptiert ist Krishnas. Und der niemanden verflucht oder der das Missglück, das Unglück auch nicht verflucht, er ist fixiert. Hat keine, das ist ein nicer Punkt, keine motivierte Zuneigung. Ne? Ist nicht falsch. Ist einfach so. Das ist nämlich, wer ein Sadhu ist, ist innen und außen gleich. So wie er spricht, so denkt er auch und so handelt er auch. Weil sonst, so wird man Krishna auch sehr lieb. Wenn man dasselbe macht, was man denkt und spricht, dann kann man Krishna sehr lieb sein. Das sind Mahantas. Das sind die Mahantas. Und diejenigen, die etwas sagen, was anderes denken und wieder was anderes machen, das sind Low-Class-Leute. Das kann man heute wunderbar sehen. Mhm. Unsere Politiker sind die Paradebeispiele dafür. Aber das ist absolut niedrigklassig, letztklassig ist das. Ne? Deswegen jemand, der hier verstanden hat, weil ich habe verstanden, ich habe eh nichts zu verlieren. Es gehört nichts mir, warum soll ich jemanden anlügen? Nur damit ich irgendwas kriege, was eh nicht mir gehört, was ich nicht mitnehmen kann, was ich nicht erschaffen habe, was nichts mit mir zu tun hat, warum soll ich dafür jemanden anlügen? Oder jemand was vormachen, ne?
Es gehört uns nichts in dieser Welt. Wir haben nichts erschaffen, es gehört mir nichts. Ich habe keine Verantwortung, ich habe das nicht erschaffen. Ich kann es nicht mitnehmen. So, warum soll ich für das meine Reinheit vom Bewusstsein aufs Spiel setzen und eine Lüge sagen? Ne? Wozu? So, jene Person, die ohne Zuneigung ist, nämlich ohne Zuneigung, die der materiellen und der materiellen die materielle Bedingungen hat. Ne? Anabisneha. Er hat es einfach nicht. Hat keine materiell motivierte Zuneigung. Ne? Unconditional affection, aber hier also bedingungslose Zuneigung aufgrund von Barmherzigkeit bleibt aber in so einer Person. Aber er möchte nichts für sich selber, aber er möchte anderen helfen. Das ist in einem Sadhu trotzdem noch da. Er ist fixiert in diesen Eigenschaften. Wenn er irgendetwas bekommt, was günstig ist für ihn, entweder Respekt oder Essen oder irgendetwas anderes oder Geld, dann stimmt er dem jetzt nicht besonders zu und also freut sich da jetzt sonderlich, sondern akzeptiert es einfach. Und wenn er Schmach bekommt, wenn er Kritik bekommt oder einen Faustschlag, dann ist er auch nicht dagegen. Dann versteht er, das habe ich mir auch selbst erarbeitet. Steht mir zu. Er sagt nämlich nicht hier, Vishnu Chakravarti Thakur, er gibt einen nice Kommentar, einen sehr, wie sagt man, lebendigen Kommentar. Ne? Er sagt nicht, oh, du bist so religiös und dienst einem großen Vaishnava, weil du hast mir was zum Essen gegeben. Ne? Ich segne dich mit Glück. So jemand, der wirklich auf der Stufe ist, macht das nicht. Oh, ich bin so ein großer Brahmana, du hast jetzt was so was Frommes getan. No, machen sie nicht. Noch verfluchter eine Person, die ihn, wie sagt man, verachtet, ne? Und sagt, geh zur Hölle, du sündhafte Kreatur. Macht er auch nicht. Er sieht beide gleich. Sieht beide, das sind nur Instrumente von meinem Karma. Und höhere Sichtweise noch, Krishnas Hand ist dahinter. Krishna macht das alles. So, wenn mich ein Vaishnava war, ich habe mal von einem Vaishnava wunderbar gehört, ne? Wenn mich jemand kritisiert, ne? Dann, auch wenn es nicht stimmt, angenommen jemand sagt was über mich, was absolut nicht stimmt, dann ein Vaishnava denkt, Krishna sagt und gibt mir eine Warnung. Pass auf, sonst passiert dir das in der Zukunft. Deswegen, wenn mich jemand kritisiert, auch wenn es nicht stimmt, dann sollte man aufpassen. Ob Krishna erlaubt, dass diese Worte zu mir kommen, vielleicht muss ich aufpassen, dass in der Zukunft, dass ich nicht so werde oder solche Dinge mache, die jetzt schon kritisiert werden von jemandem. Das ist jetzt in der Gegenwart schaut es aus, als ob es ungerecht wäre, aber Vaishnava versteht, oh, Krishna ist dahinter. Ne? Das war ein nicer, sehr guter Punkt. Und ein Vaishnava denkt, wenn mich jemand kritisiert, der Vaishnava denkt, eigentlich bin ich noch viel schlechter, als was du sagst, du weißt gar nicht, wie mies ich bin. Du hast keine Ahnung, was ich für ein Miststück bin. Ne? So jemand ist Pragya Pratishtita. Er ist im Selbst fixiert. Er ist so, keine Heuchelei, keine Show. Immer gleich. Alles, was Gutes kommt, ist okay. Was Schlechtes kommt, ist auch okay. Und trotzdem barmherzig zu den anderen. Ne? Das gibt man nicht auf. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Gurudeva ki jai. Ich hoffe, dass unsere Gurus uns segnen, dass wir dorthin kommen nach. Das ist eine absolut praktische Sache. Das ist nichts Theoretisches. Das kann man nice hören, Lecture geben, haha und hiha. Aber das ist ja was fürs praktische Leben. Wenn es darauf ankommt, wenn dir was Schlechtes passiert, dann denk dann, oh, das ist auch okay. Und wenn was Gutes passiert, denk nicht, ich bin so nice, ich habe mir das jetzt erarbeitet. No, denk, das ist auch okay, Krishna hat mir das, jetzt gibt mir das, ich habe nichts damit zu tun. Dann wird man es sofort sehen, wenn man draußen ist aus diesen ganzen Dualitäten und man hat einen Frieden. Und sobald man denkt, ich bin der Handelnde, ist man schon wieder in dem Strudel drinnen. Ne? Srimad Bhagavad Gita ki jai. Weil wir denken, ich habe niemanden, ja, keine Freunde, gar nicht. Ja. Das ist so gut, dass wir keine schlechten Leute, schlechte Freunde haben, ja. Wir haben nur gute Leute. Die meisten, die Freunde sind, sind eigentlich Feinde. Das sind sogenannte Freunde. Vorsicht in dieser Welt, die Freunde sind, weil die haben diese motivierte Zuneigung auch. Das merkt man dann, wenn man plötzlich kein Geld mehr hat oder keine Schönheit mehr hat. Wenn eine Frau mal hübsch war und dann plötzlich nicht hübsch, dann lassen sie alle stehen.
Oder wenn jemand Geld hat und plötzlich kein Geld hat, oder wenn jemand stark ist und dann plötzlich keine Gesundheit mehr hat, dann sieht man, wer die Freunde sind. Dann sieht man es. Deswegen Bhakti Thakur betet, Dava Nijajan Paramabandhava. O Krishna, deine Nijajan, deine eigenen Verehrer, das sind die Paramabandhava, das sind die höchsten Freunde in dieser Welt. So Sadhus, Krishnas Devotees, das sind echte Freunde. Weil die wollen nichts von dir, die wollen nichts von irgendjemandem, die wollen nichts von dieser Welt, die sind zufrieden mit sich selbst, dem Verstanden. Die wollen nur Krishna happy machen. Yes. So, dritter Versuch. Go Premanande, Hari Hari Bol.